Fiesta in Chinolo, ciao a tutti! Pian piano diventano di più. Gut, perfekt. Hoi Daniel, tust du auch mitturnen? Figo! Bonjour! Okay, non leggo los. Abbiamo bisogno di un asciugamano, abbiamo bisogno di... Se vi va, uno un po' più grande. Ungefähr so grosses Handtuch, nicht jetzt ganze Klons. Bisschen größeres, okay? Va bene! Grazie. Piedi larghi. Okay, jetzt leicht in die Knie, grätsche leicht in die Knie, schiebe aber sehr ein paar. Veniamo da una parte, ci alziamo giù, ci alziamo, wollen wir alle kennen, alle kennen, tief, e basso, no tiefo. So, ci mettiamo sulle braccia e sui piedi, facciamo una A, wir machen a Berg mit dem Körper, hoch, wechseln. E veniamo giù, in die Knie gehen leicht und wieder aufstehen. Knie gehen, aufstehen. Un piccolo squat. So bleiben, probieren eine Hand zu heben, andere Hand, cambio di che alziamo la mano. Okay, noch einmal wieder rauer. Wir stehen auf einem Fuß. Tutto il peso su una gamba.
teniamo l'equilibrio, stabilità, stabilità, tolti. Und dann gehen ausatmen. Cambio. Niedergehen, ci mettiamo giù come una rana. Il centro è stabile. Ok, palmo verso avanti, die Handflächen nach vor, kleine Bewegungen und dann wieder vor und hin stoppen. Movimenti piccoli e stoppare il movimento sia davanti che dietro. Tensione fino alle unghie. Andiamo giù. Und wieder auf. Palmo del mano, guardo verso giù. Handflächen schauen nach unten. Scaccamento, centro è stabile, adesso andiamo dietro, l'altra mano sulla schiena, die andere Hand hinten auf dem Rücken und hinten im Fersch berühren. Andiamo giù alla caviglia con la mano. E ci spostiamo sempre di più. Tensione. Ok. Andiamo sul Unterarmstütz. Prima ancora facciamo un piccolo stretching del quadricipite. Non so quelli di voi che avete forse un po' problemi con le ginocchia, è una cosa che fa molto bene e sempre quando sento il ginocchio impastato faccio sempre questo esercizio. Quindi è una cosa che fa molto bene, che potete anche fare durante il giorno se vi fanno male. È molto importante di allungare sempre il quadricipite. Für die Fenech, das Knie wäre oben und auf das so Plastilin
auch das Gefühl in die Knie haben, können wir so dehnen. Das hilft auch recht gut und recht schnell, weil man muss einfach schauen, dass der Quadrizeps gut gedehnt ist, dass es die Kniescheibe nicht allem so viel zudrückt. Okay, allora, cominciamo. Unterarmstütz, seitlich, di lato, braccio in su, Arm ist hoch und mit der Hüfte tief gehen. Ancora 5, no 4, 2, und wechseln, altro lato. Arm hoch. Position, Position di questa posizione andiamo la scapola, la spalla è da sopra le mani, ci spostiamo indietro, alziamo la gamba il più possibile, avanti, cambiare gamba, also mir sein Ausgangsposition Schulter über Handflächen. Stabile Position. Zurückgehen mit dem Schwerpunkt im Fuß so hoch wie möglich habe ich. Augen wechseln. Arm leicht, Arm links.
tocchiamo con la destra spalla sinistra e sinistra spalla destra e di nuovo su, 1, 2, 3, rechts auf linke Schulter, links auf rechte Schulter, alles stabil bleiben und wieder zurück, links hoch, vorgehen, rechts hoch, vorgehen, links, rechts zu links, links zu rechts. Teniamo questa posizione. Und wir prendiamo in Zooms una di noi. Ci rotiamo senza abbassare qualche cosa. Noch 5, 4, 3, 2, cavolo, 1, l'ultimo, cambiamo. Stabil.
Qua. Uno. Top. Andiamo sulla schiena, sbocchi. Giù tutto il sovracorpo, ganz nuovo corpo rolling. Und jetzt, fies gestreckt. Gambe belle dritte, proviamo a avere il più dritti possibili. E facciamo gamba destra, mano destra, rechter Fuß, rechter Arm. Bis zum gehen, diamo sein unten. E cambiamo. Il centro è stabile. Si mette stabile. E le gambe non vanno mai al suolo. Le teniamo sempre per aria. Die Füße sind immer in der Luft. Alle, geht schon. Sei, cinque, vier, drei, due, uno, e stop. Ci alziamo, aufstehen. Ok, adesso facciamo side step veloci. Ganz schnelle side steps, ganz viel kleiner. Und dann gehen wir praktisch mit dem Fuß hinten rum und machen so einen Ausfallschritt, einen überfreien Ausfallschritt. Und sei, cinque, quattro, tre, due, und löschen, gut, posizione come prima. Facciamo una volta di lato come un cane che piscia e poi praticamente di lato su, cambiamo lato su. Also wir machen jetzt zuerst eine Seitbewegung wie ein Hund, der was brunzt, und noch hoch wieder aufstellen. Brunzelt der Hund hoch. Brunzelt der Hund hoch. Ja.
Andiamo un po' side. Ok. Oh, ich schwitz. Sudo come un maiale. Poi. Facciamo. Andiamo giù. Squat, su, saltiamo. Il più possibile giù, ok? Non so weiter wie es geht. Muss ich hier atmen. Boah, fang caldo. Ok. E ci spingiamo fuori da questa parte. Dal piede avanti. Auf dem Vorfuß stoßen wir ins Herzi. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, drei. Due. Uno e per Paolo anche l'ultimo. Quattro. Ok, ci mettiamo giù. Adesso. Un attimo di riposo. Adesso facciamo posizione della panchina e adesso aggiungiamo gomito e ginocchia dallo stesso lato. Jetzt fügen wir Ellenbogen und Knie zur gleichen Zeit zusammen. Ok, auf der einen Seite ist stabil, l'altra parte è bello stabile. E allungarsi il più possibile, scia in lang strecken. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Seitenwechsel. Und los geht's. Thank you.
Uno. Stop. Ok, adesso molto interessante, vediamo chi è capace di farlo. Allora, siamo tutti dei ricci, wir sind all Siegel, wir rollen zurück, rollen auf und noch stehen wir von der Position auf und machen einen Hupf. Ich richte es selber mit. Forse la pancia è troppo grande, che non riesco, però adesso si dovrebbe fare così e venire su nello stand, fare un salto, andare di nuovo giù, rollen, auf und top. Per quelli che non riescono, fanno, si arrotolano, mettono le mani vicino al culo, si spingono su e fanno un salto. Devi es nicht richten, wie ich, Sam. Rollen, die in die Hand nehmen auch schon, stützen sich auf, stehen auf und hupfen. Okay? Top! Massimo Effort! Va bene! Und los geht's! Ci mettiamo sulla pancia, auf den Bauch legen, die Arme in Ruhe halten, la posizione delle braccia è così, una U, U halte, Zehen aufstellen, le dita dei piedi mettiamo giù per terra e adesso veniamo su il più possibile col sovracorpo. Und jetzt kann man soweit wie es möglich ist, mit dem Oberkörper auch die Schulterblätter zusammenziehen. Le scapole si uniscono. Ancora un po', un bel sorriso, nel frattempo ci ins Loch nachsetzen. Schulterblätter zusammenziehen. Gärtchen, Gärtchen. Ah, è bello su. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Und stopp. Venire su. Dai, proviamo con l'asciugamano, già che non l'abbiamo ancora usato. Andiamo santo. Oberkörper. Also, eure Linie rennt ein bisschen dahinter. Okay? Facciamo anche un po' di stretching al nostro pettorale. Quindi, facciamo lo squat bello largo. Am breiten Squat, das ist schön auf dem Gesäß geht. Schön mit dem Gesäß noch wieder aufstehen. So. Und. Und Fuß auch wieder euch. Und den anderen. So, ein weniger Greifgewicht mit den Händen oben. Jetzt machen wir 5 pro Seite. 5 al lato. 2. 3. 4. 5. Cambio. Seitenwechsel. 1. 2. 3. 4. 5. Altro lato. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo giù, rimaniamo così e facciamo, alziamo con piccoli passi i piedi. Die kleinen Bewegungen, die vier Sauklauen. Noch wie euch gehen. Noch wie tiefer. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, vier, zwei, und stopp. Gut. Ho bisogno di un po' stretching, quadricipite. Ok, facciamo un po' side stütz. Di lato sul avambraccio, su il bacino. Agganciamo piede con braccio. Cinque, quattro, tre, due, eins, und stopp. Seitenwechsel.
5, 3, 2, 1, è finito. Good. Prendiamo l'asciugamano, lo pieghiamo una volta, la fine deve essere giù, mir legs hand hoch zusammen, die Hände sind unten, mir legs da auf den Kopf da. Ci stiamo sopra. Così. Prendiamo i lati della parte sopra, quindi solo un asciugamano, un lato. Lei una lobman. Dann Zipfelheben. Nachdem spingiamo a parte i gomiti, ok? E andiamo su come facere. Come facere, oh brava Tammy! Come fare un sit-up? Also wie wenn wir ein sit-up machen. Wir zeigen wo vor das nennt. Und das soll. Probiert's mal. Proviamo. Sulle. Pieghiamo le gambe a parte e su un sit-up. Posti. Mi sono fregata. Heißt es nur anziehen, dass die Schultern schien più sportlich. È non solo un esercizio per l'addominale, però anche per le spalle. Tirare a parte, schien es nur anziehen, die Lepom. Jetzt probieren wir da Kraft aufzubauen, praktisch wie wenn wir zurückziehen werden. Come se volessimo tirare indietro, ok? Tirare, tirare. Vor il petto, schiere die Brust aufstellen. Pieghiamo leggermente il gomito, i gomiti, un bisschen in Ellenbogenwinkel, dass es auch noch wie ein Bizeps geht. Und ziehen, ziehen, ziehen. 5, 4, 3, 2, und stopp. Okay, umdrehen auf den Bauch. Sulla pancia, tenere. Lascio la mano aperto, così come la spalla. Schulter weit geöffnet, Zehenspitzen aufstellen, dita dei piedi sul suolo, alzare le braccia e il petto e tirare le braccia a parte. Die Arme aufheben, den Kopf a, die Brust a und die Händchen von anziehen. Volle Kammer ziehen.
non so neanche cosa fare. Ok, proviamo qualcosa. Teniamo l'equilibrio. Bello stabile. Ci allunghiamo e ci tiriamo su. Con forza e equilibrio. Il più possibile ci tiriamo su. Wir ziehen uns so weit wie möglich gern. Aui. Der Oberkörper bleibt synchro. Und es, wir müssen schön probieren, im Gleichgewicht zu bleiben. Und lift hand and arms away. Ok, abbiamo ancora 10 minuti per fare un po' di stretching. Ci mettiamo, ci sediamo sul Unterschenkel, su questa parte qua, non mi vengono più le parole. Ci mettiamo il più possibile indietro, mi viene, se vai che è meglio di scendere noi. Und jetzt proviamo di Füße in po' noi zu drücken. Adesso le caviglie fanno pressione dentro nel pavimento. Che sentiamo ancora più lo stretching sul quadricipite. 5, 3, 1 e stop. Pian piano veniamo su, lancio un cavallo. Stehen auf. Adesso, gamba destra. Per voi, non so se è girato, comunque destra dietro la, la sinistra, facciamo un arco dal piede di dietro, und jetzt drücken wir unten mit dem Fußgelenk so schräg im Boden rein. Adesso facciamo pressione con la caviglia nel pavimento in questa direzione, che sentiamo ancora più che tira qua. Cinque, quattro, tre, due, uno. Altro lato, stessa cosa. Andere Seite gleich so. Schieren einen runden Bogen machen, der Körper ist schon in der Linie. Und jetzt zurück mal rein in den Fußgelenk. La caviglia dentro nel pavimento. Fünf, vier, drei, zwei, eins und stopp. So, jetzt gehen wir nieder. Rechter Knie kommt vor. Ginocchio destro va avanti. Facciamo un angolo di circa 45 gradi davanti. Ci sediamo praticamente sopra questa gamba. L'altra gamba è dritto verso dietro. Sovracorpo alto. Oberkörper ist schön hoch, wir sitzen nicht so weit auch in der Mitte wie möglich.
teschiamo il nuovo corpo fuori. Scendiamo col sovraccorpo. Ci sdraiamo sulla gamba. Altra parte. 45 Grad, machen wir kurz wieder zurück. Giù il sovracorpo. Ci mettiamo in questa posizione, spingiamo giù le caviglie, o meglio i talloni, e gli fermiamo il rücken, so viel wie es geht, in vene di Unterschenkel. Apriamo le ginocchia, mit die Hand helfen, die Arme drücken die Knie auf, andiamo su, lasciamo cadere tutto, la testa, le braccia, andiamo dietro, leggermente pieghiamo le ginocchia, die Füße leicht aufheben, mit die Hände zurückgehen, so weit wie es geht, und aufstehen, durchstrecken, und wieder aufheben, nur ein bisschen zurückgehen, und durchstrecken, und wieder aufheben, zurückgehen, andare indietro, camminare indietro con le mani, e spingere, allungare le gambe. Andiamo giù, ci facciamo rotondi, ganz rund machen. Okay, bravo. Facciamo ancora. Un esercizio per l'equilibrio, non un'übung per das Gleichgewicht, ok? Rechter Fuß, auch. Schauen, ob das alle richten. Wenn es geht, die Arme hoch. Und se va questo, prendiamo il ditone. E allunghiamo la gamba.
giù dall'altra parte. Abbiamo ancora 2 minuti. Wir haben noch 2 Minuten. Das dreht man noch. Wer ist gerichtet? Arm hoch. Und wer ist gerichtet? Nimmt sich den Rasenzeher. Olè! Ce l'abbiamo fatta! Di nuovo, non abbiamo schon wieder geschafft. Ah, grazie mille ancora per non so quante volte, non so quando finiamo questa cosa. Per ora non pensiamo, ci vediamo lunedì. Danke, dass es mich gewesen seid. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das Training jetzt noch machen, mal im Monti. Sicher noch, sehen wir jetzt im Monti um 6 Uhr und noch schauen wir weiter. Okay? Danke! Und macht's gut. Tschüss.